Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 130 Von der großen Sehnsucht. Es war eine Mischung aus Neugier und Sehnsucht gewesen, die Severus dazu angetrieben hatte, den schweren Stoff zu entfernen und sich vor den Spiegel zu stellen. Während er auf die glatte Oberfläche starrte, hatte sich seine Neugier in Furcht verwandelt. Doch die Sehnsucht war geblieben und nur sie hinderte ihn daran, sein Vorhaben abzubrechen. Er ahnte, hoffte, wusste, was sich ihm zeigen würde. Doch ihr Anblick traf ihn dessen ungeachtet mit solch einer Wucht, die ihn glauben ließ, sein Herz, das er für so lange nicht mehr verspürt hatte, würde zerspringen. So viel hatte er ihr zu sagen, doch sie würde kein einziges Wort hören können. Am schwersten konnte er es ertragen, dass sie ihn freundlich anlächelte. Denn damit erhöhte sich der kontinuierlich steigende Druck auf seiner Brust schlagartig ums Vielfache. Ihr wunderschönes Lächeln und das fröhlich kecke Glitzern in ihren Augen zerrissen den letzten Rest Selbstbeherrschung und eine aufkommende Wut über den Spiegel nahm er als willkommenen Anlass, sich auf dieses schlechte Gefühl konzentrieren zu wollen und dem anderen zu entkommen. Durch die Zähne zischend schimpfte Severus den magischen Gegenstand zornig an. »Du verdammter Spiegel, du verdammter!« Er musste innehalten und eine Hand auf sein Herz legen, denn egal, wie er sich auf seinen Zorn einlassen wollte, so war dieser doch viel zu kraftlos im Vergleich zu dem Gefühl, das Lillys Anblick in ihm ausgelöst hatte. Er konnte so viel schlucken, wie er wollte. Sein Mund blieb trocken und ausgedörrt, wie seine Seele es seit 20 Jahren war. Doch Lilly hatte in seinen Augen schon immer Wunder vollbringen können und so auch diesmal. Allein ihr Spiegelbild schien die schwarze Erde seines Selbst trotz jahrelanger Dürrezeit zu befeuchten, so dass Welkes wieder erblühte. Severus bemerkte nicht, dass sich Tränen aus seinen braunen Augen einen Weg über seine eingefallenen Wangen bahnten, um ihn am Kinn zu kitzeln, und nur für einen Moment schloss er die Augen und stellte sich vor, wie sie ihn genau dort federleicht berührte. Das Beben in seiner Stimme vernahm er selbst nicht, als er zur Reflexion seines größten Wunsches leise, aber mit unverkennbarem Ernst sagte: »Ich habe die ganze Zeit ein Auge auf ihn geworfen, weißt du?« Sie lächelte milde und nickte, was ihn erstaunte, und er fragte sich, ob sie tatsächlich hören und verstehen konnte. Nachdem er zittrig Luft geholt hatte, verriet er ihr trübsinnig: »Er wird bald heiraten.« Lilly legte den Kopf schräg und er sah sich dazu aufgefordert, zu schildern: »Sie würde dir gefallen. Sie ist ein wenig wie du.« Sich selbst dazu durchringend, verbesserte er wehmütig: »Wie du warst.« Mutlos blickte er zu Boden, bevor er seine Augen erneut schloss und er sich einige Erinnerungen von früher ins Gedächtnis zurückrief. An Momente dachte, die sie beide zusammen hatten verbringen dürfen, ohne von anderen gestört zu werden. Er vermisste die erleichternden Gespräche mit ihr, die immer so gut getan hatten, und er trauerte ihren aufmunternden Worten nach, die er besonders notwendig gehabt hatte, wenn er nach den Ferien zurück nach Hogwarts gekommen war und ihr von seiner schlimmen Zeit zu Hause berichtet hatte. Die Erinnerung an ihre Finger an seinem Kinn, begleitet von den Worten »Kopf hoch, das wird schon wieder«, lösten ein starkes Verlangen in ihm aus,
so etwas noch einmal erleben zu dürfen. Doch all diese Momente waren für immer verloschen. Die Sehnsucht, die er verspürte, galt nun nicht mehr ihr allein, und während er ihr in die grünen Augen blickte, bekannte er flehend: Ich möchte bei dir sein. Severus wollte dort sein, wo sie war. Stetig lächelnd schüttelte Lily sanft den Kopf, und er wusste, dass sie ihn nicht bei sich haben wollte, weswegen sein Gesicht sich vor Schmerz verzerrte und er neue Tränen vergoss, ohne sich dessen bewusst zu sein. Es würde ihn nicht viel Kraft kosten, zu resignieren und alles hinter sich zu lassen, gerade weil sein kümmerliches Dasein so lückenhaft und ohne Reiz war. Lily jedoch war immer ein sehr lebensfroher Mensch gewesen, und er war sich sicher, dass sie seinen Wunsch, den letzten Seufzer zu tun, nicht gutheißen würde. In seinen Gedanken hörte er ihren lebensbejahenden Ratschlag, und den wollte er beherzigen. Von ihr Reaktionen zu erhalten, faszinierte ihn, und deshalb konnte er sich nicht von dem Spiegel losreißen, weswegen er erzählte: Er hat Voldemort besiegt, Lily. Du kannst so stolz auf ihn sein. Jetzt war es die Rothaarige, die vor Freude weinen musste und ihn damit ansteckte. Severus zog die Nase hoch und sagte leise: Ich war so dankbar und hätte es ihm zeigen müssen. Doch was mache ich? Er schluckte, bevor er sich selbst ins Lächerliche zog. Ich benenne meinen Hund nach ihm. Er sah, wie Lily geräuschlos auflachte, doch er musste es nicht hören, denn er konnte sich an den glockenklaren Klang erinnern, der ab und an zu hören gewesen war, wenn sie ihrer Freude Ausdruck verliehen hatte. Damals, mit ihr zusammen, hatte er sogar mit seinem sonst so ernsten Gemüt lachen können, und auch jetzt schaffte sie es, dass sich ein echtes Lächeln auf seinen Lippen formte. Mit Lily hatte er jederzeit offen reden können, ohne befürchten zu müssen, dass sie ihn auf den Arm nehmen würde. So eine Vertrautheit hatte er nie wieder mit irgendeinem anderen Menschen entwickelt. Selbst Linda hatte er sich nie vollständig öffnen können. Ich habe ein Merlin bekommen. Erster Klasse, sagte er mit betrübter Miene, denn er hatte es bedauert, dass sie diesen Moment nicht hatte erleben dürfen. Lily machte ganz große Augen, und allein durch ihre Mimik konnte er erkennen, dass sie stolz auf ihn war. Aber nicht nur ich. Albus und Harry haben auch einen erhalten. Wir drei haben Voldemort... Naja, Harry hat die meiste Kraft aufgebracht. Ich weiß bis heute nicht, wie er das vollbracht hat. Die einseitige Unterhaltung mit ihr überschwemmte sein Innerstes mit dem Verlangen, ihre Stimme hören zu wollen. Und da wurde er sich mit einem Schlag wieder bewusst, dass sie nicht echt war. Dass Lily nur ein stummer Wunsch war, der nie das Wort an ihn richten würde. Sie war eine Phantasmagorie, geboren aus fieberhaften Träumen, die an der Vergangenheit festhielten und ihn bis heute nicht ruhen lassen wollten. Die Freundin von einst war nur noch ein Phantom, das er in den Tiefen des Schattens bewahrt hatte, den man nicht mehr Seele nennen konnte. Erneut flammte Wut in ihm auf, denn zu wissen, dass sein größter Wunsch bis in alle Ewigkeit eine unerfüllte Sehnsucht bleiben würde, konnte er nicht ertragen. Mit Zornesröte zischelte Severus aufgebracht: Verdammter Spiegel, wie kannst du es wagen, mir so etwas zu zeigen? Der Holzrahmen knarrte, fast als würde eine Hecke seufzen, was ihn nur noch rasender machte. Der Spiegel verwehrte ihm weiterhin jeglichen Hoffnungsschimmer, denn er änderte sein Trugbild nicht. Du bringst Unheil, warf er dem magischen Gegenstand vor, bevor er seinen Zauberstab zückte und ihn auf die glatte Fläche richtete, die doch immer Lily zeigte. Verfluchter Spiegel, murmelte er verzweifelt, bevor er in Gedanken einen Zauber sprach. Kurz darauf schoss ein hellgelber Lichtkegel aus seinem Stab
und der traf die spiegelglatte Oberfläche. Doch der Fluch verlor an Stärke und wurde zurückgeworfen, so dass er Severus traf. Der Schmerz, von dem sein Körper ergriffen wurde, war jedoch leichter zu ertragen als die Qual, die seit Jahren auf ihm lastete. Severus ging zu Boden und krümmte sich. Der Fluch hätte jeden Gegenstand in 1000 Stücke zerbersten lassen und er hätte einen Menschen das Fleisch von den Knochen gerissen. Doch abgeschwächt wirkte er nur wie eine Druckwelle, die kurzzeitig auf sämtliche Organe und Blutgefäße einwirkte. Auf dem Boden liegend und darauf wartend, dass die Muskelkrämpfe nachlassen würden, wurde Severus sich darüber klar, dass Albus sein Hab und Gut äußerst wirkungsvoll vor Vandalismus geschützt hatte. Schwer atmend und etwas zittrig von der Strapaze richtete sich Severus langsam auf, doch er blieb auf dem Boden sitzen und wagte noch einmal einen Blick in den Spiegel zu werfen. Lily hielt sich erschrocken beide Hände vor den Mund und als sie sich kurz angesehen hatten, da hielt sie ihm eine Hand entgegen, als wollte sie ihm aufhelfen. Ihre Hilfsbereitschaft trieb ihm abermals die Tränen in die Augen, denn ihre Geste hatte einen weiteren Wunsch in ihm geweckt, und zwar den, nur noch einmal ihre Hand halten zu wollen. Eine ganze Weile blieb er noch auf dem hölzernen Boden sitzen und er ergötzte sich an dem Anblick seiner einstigen großen Liebe, bis er plötzlich etwas an seinem Arm spürte. Severus blickte hinunter und sah den Kniesel, der sich an seinem Arm rieb und dabei wollig schnurrte. Ohne nachzudenken, murmelte er: Was suchst du denn hier? Gleich darauf nahm er das Tier auf seinen Schoß und kraulte es, wodurch es nur noch lauter schnurrte. Severus musste an sein eigenes Haustier denken und stellte erschrocken fest, dass er sich nicht einmal daran erinnern konnte, wann er den Hund das letzte Mal gefüttert hatte. Ohne ein weiteres Mal in den Spiegel zu schauen, was ihn eine ungeheure Kraft kostete, bedeckte er ihn mit dem Tuch, nahm den Kniesel auf den Arm und verließ den Dachboden. Im 4. Stock setzte er Fellini auf dem Steinboden ab, damit der Kniesel weiter streunen konnte. Doch er folgte dem Tränkemeister bis nach unten in die Kerker. Und so ließ Severus das schwarze Tier in sein Wohnzimmer ein. Harry bewegte erst seine Ohren, öffnete dann die Augen und sprang, als er den Kater entdeckt hatte, freudig erregt aus seinem Korb. Die Wiedersehensfreude von Harry und Fellini war groß. Während die beiden Tiere sich beschnupperten und auf eine Art und Weise miteinander kommunizierten, die Severus ein Rätsel blieb, ging er hinüber zum Fressnapf, in der Absicht, ihn zu füllen. Erstaunt betrachtete er die noch halbvolle Schale und wenige Sekunden später machte sich Erleichterung in ihm breit. Harry oder Hermine waren nicht nur mit dem Hund draußen gewesen, sondern hatten sich auch anderweitig um ihn gekümmert. Er würde ihnen danken müssen. Antriebslos und immer wieder das verdrängend, was Nehagib ihm gezeigt hatte, entkleidete sich Severus. Weste und Hemd ließ er unordentlich auf der Rückenlehne der Couch zurück, bevor er ins Schlafzimmer ging und sich aufs Bett setzte. Gerade noch die Schuhe konnte er sich ausziehen, bevor sein Körper komplett erstarrte, denn wie jeden Abend der letzten Tage dachte er über sich und sein Leben nach und er versuchte verzweifelt etwas zu finden, an dem er festhalten konnte. Er hasste seinen Beruf als Lehrer und er ärgerte sich darüber, dass ihm so wenig Zeit für seine eigenen Experimente zur Verfügung stand, weil er Dummköpfen etwas beibringen sollte, die ganz offensichtlich nicht bereit waren, etwas lernen zu wollen. Im Gegenzug mochte er es, mit seiner Schülerin Zeit zu verbringen, denn dumm war sie nicht und die Arbeit mit ihr stillte zusätzlich seinen Forscherdrang, auch wenn sie sich momentan überwiegend um ihr Projekt kümmerten. Ihr Verhalten ging ihm allerdings sehr gegen den Strich. Er verabscheute es, dass ihm jeder helfen wollte, nur weil er damals in einem Anflug von Schwäche seinen Mund gegenüber Harry nicht hatte halten können. Immer tiefer
gruben die beiden in seiner Vergangenheit herum, anstatt, wie Albus, viel raffinierter vorzugehen, so dass man es nicht sofort merken würde. Hermines offene Art war neu für ihn, während Albus lediglich Andeutungen machte oder völlig in Rätseln sprach, machte sie keinen Hehl daraus, was sie unternehmen wollte. Einerseits war es erleichternd zu wissen, worin ihr nächstes Vorhaben bestehen würde, doch andererseits war es ihm ein Bedürfnis, dass niemand etwas über ihn erfahren sollte, was er nicht aus eigenen Stücken zu offenbaren bereit war. Sie sollte aufhören, immerzu nachzubohren, denn eines Tages könnte sie auf eine Ader treffen, die unzähmbar wie ein schwarzer Quell aus ihm hervorsprudeln würde, und er bezweifelte, dass sie dazu imstande wäre, dieser Wucht standzuhalten. Nach über einer Stunde musste er feststellen, dass er auch an diesem Abend keinen triftigen Grund fand, der sein Fortbestehen notwendig machte. Kraftlos ließ er sich rücklings aufs Bett fallen, nicht einmal seine Hose hatte er ausgezogen. Wenn er heute wieder träumen sollte, dann wünschte er sich, von Lilly zu träumen und ihre Hand zu halten, denn er hatte genug von wirren Träumen, die er dann und wann zu unterdrücken versuchte. Die folgenden Tage und Nächte verliefen alle ähnlich. Severus führte seinen Unterricht mit monotoner Stimme, aber nur, wenn es unausweichlich war, ein paar Worte an die Schüler zu richten. Meist schrieb er Anweisungen an die Tafel, denen die Kinder gehorsam folgten. Keinem einzigen von ihnen schaute er in die Augen, und man hörte ihm an, dass seine Begeisterung und sein Respekt für Zaubertränke während der Unterrichtsstunden vergessen schienen. Draco war einer der wenigen Schüler, denen die befremdliche Art des Lehrers nicht entgangen war, während die meisten sich einfach darüber freuten, dass der Zaubertränkemeister keine Punkte mehr abzog. Gerade das ließ bei Draco die Alarmglocken schrillen. Doch spätestens als einem Mitschüler ein Malheur passierte, dessen Zaubertrank war übergekocht und hüllte den Raum in stinkige Wolken, da wusste Draco, dass mit Severus etwas nicht stimmte, denn er hatte lediglich mit gelangweilter Miene einen Enervate gesprochen und damit den Topf gereinigt, bevor er den Schüler aufgefordert hatte, von vorn zu beginnen. Keine Bestrafung, kein Punktabzug, keine Standpauke. Draco machte sich ernsthaft Sorgen über seinen Patenonkel. Die Zeit nach dem Unterricht verbrachte Severus endlich wieder mit seiner privaten Schülerin, wo er sich ähnlich distanziert verhielt. Sie sprachen nur noch wenig miteinander, obwohl sie mehrmals versuchte, eine unverfängliche Unterhaltung zu führen. Hermine hatte sich sehr zurückgehalten und in Ruhe gelassen, wie er es sich still erhofft hatte. Er war sich nicht sicher, ob sie lediglich einer Auseinandersetzung aus dem Weg gehen wollte und sich deshalb zurück verhielt. Einige Male glaubte er, sie würde genau wissen, wie es in ihm aussah, und daher gönnte sie ihm eine Auszeit. Manchmal trafen sich ihre Blicke und er wusste, dass ihr zig Fragen auf der Zunge brennen mussten, sie diese jedoch für sich behielt. Manchmal entschuldigte er sich ein oder zwei Stunden früher und verabschiedete sich mit den Worten, dass sie ihn nicht mehr brauchen würde und sie das Projekt alleine beenden könnte. Nur zweimal hatte sie widersprochen und beteuert, dass sie ihn noch brauchen würde, und diese beiden Male war er bei ihr geblieben. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.